Ja, du da von deinem Handy. Wenn du das Video nicht in den nächsten 2 Sekunden likest oder du in den nächsten 2 Sekunden nicht meinen Kanal abonnierst, dann hast du eine Woche lang Unglück in deinem Leben. Aber wenn du das machst, hast du eine Woche lang Glück in deinem Leben. Jo Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reaktion zu dir auf meinem Kanal. Ja Leute, wie ihr das schon sehen könnt, haben wir heute eine andere Kameraperspektive am Start. Nämlich, könnt ihr jetzt heute mal Mini-Bitdissel und Evil-Bitdissel sehen. Ich reagiere heute mal auf ein Video von Paluten und erkläre euch, warum ich die letzten Tage offline war und ich heute noch offline bin am 12.02.2000 und genau 2022. Und zwar, Leute, geht es mir, also hier ich, geht es mir aktuell sehr, sehr schlecht. Wartet mal. Mir geht es gerade aktuell ein bisschen schlecht. Ich war die letzten Tage, habe ich nur hier im Bett gelegen, was ihr hier hinten sehen könnt. Ja, mir geht es halt nicht gut. Deswegen, ja. Aber Leute, bevor das eigentliche Video, die Reaktion losgeht, möchte ich gerne euch dann noch was sagen. Und zwar, bitte schreibt gerne jetzt mal unter dieses Video gute Besserung rein. Weil wie gesagt, mir geht es gerade aktuell nicht so gut. Und ja, ich hätte gesagt, das war's mit dieser Perspektive. Und ihr seht euch jetzt oben wieder, wie immer, seht ihr euch, ich darf es mal zeigen, wartet mal. Und zwar, Leute, ihr seht euch jetzt dann wieder da oben hängen. Und ja, das ist hier mein OBS, bisschen mein Zweitbildschirm. Und das ist hier mein Laptop. Ich starte da gerade noch kurz hier das Video. Ich reagiere nämlich heute auf ein Video, das Pallon heute hochgeladen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns direkt in einer Perspektive wieder. Bis gleich. Bis gleich. So Leute, weiter geht's. Ich muss auch nochmal was trinken, weil Leute, ihr wisst, wenn man krank ist, hilft viel, wenn man was trinkt. So Leute, ihr wisst nämlich, wie es ist. Ich reagiere wie gesagt auf ein Video von dem genannten Bedissel. Ja. Und zwar reagiere ich auf, ich klaue 2 Autos mit einer Minecraft-Spitzhacke in Tierlaun. Ja Leute, da reagiere ich mal heute drauf. Entschuldigung, den Rollstuhl hat eben was getrunken und ich hätte gesagt, wir schwitzen direkt die Szene. So, direkt los geht's. Moin Leute! Mich platziert mal komplett woanders hin und zwar hätte ich gesagt, machen wir mal ein bisschen kleiner. Noch oben rechts. Let's go. Am heutigen Tag wird hoffentlich wieder geklaut und zerstört. Und zwar bei einer neuen Folge von Teardown. Leute, wir spielen ja aktuell die Kampagne und haben bereits $385 verdient. Also das können wir nicht sehen. Okay, dann werde ich mich doch woanders hinpacken müssen. Dann nach unten links. Denn in der Kampagne klaut man Dinge und man zerstört. So, was habe ich jetzt hier für eine neue Nachricht? Ah ja, okay. Die Tracy sagt, wir brauchen mehr Geld. Oh, was ist das jetzt hier mit der Yacht? Okay, der hat ein Boot gekauft. Aber das ist zu groß. Ah ja, okay. Making faith. Ich weiß zwar nicht ganz genau, was wir machen müssen, aber es ist irgendwas kaputt machen. Aha, guck mal, wir haben hier noch ein anderes. Wir müssen hier einbrechen und so ein Safe klauen. Leute, kennt ihr noch das Spiel von Paluten, den Einbrecher-Simulator? Das ist dasselbe, was ihr jetzt sehen könnt. Klos halt im Teardown. Ja. Und den dann ins Wasser werfen. Ach so. Und wir müssen dieses Gebäude. Falls doch heute ein Lightning kommt, Leute, dann auf jeden Fall kann man gleich im zerstören, damit er damit sein. Weil ich glaube, man hört es nur, wie ich krank bin, aber trotzdem.
Vielleicht sehen das Video, weil ich will auch gerne, dass meine Community nicht denkt, motiviert, du bleibst jetzt offline, bis du wieder zusammen bist. Nein, ich kann trotzdem ein Reaktionsvideo, vielleicht nur an diesem Samstag heute und am Sonntag keins. Boot parken kann. Okay, ein weiterer ausgezeichneter Auftrag für Paletto. Kann ich was klauen? Yep, $90. Danke. So, hier kommen wir, glaube ich, relativ easy rein. Und zwar mit einer schönen Minecraft-Spitzhacke. Danke. Oh ja, also das ist eine Toilette. Das ist auch eine Toilette. Oh, ja, hier nehmen wir direkt wieder was mit. So, wo ist denn jetzt hier? Ah ja, der Safe. Okay, ja, okay, das ist nicht so einfach. Warte mal, ich mache hier kurz mal ein bisschen Platz. Ja, Mann. Kein Problem. Den schmeiße ich schön aus dem Fenster. Ja, warte. Schieben, Paletto, schieben. Ausgezeichnet. So, hier runter und ab ins Wasser. Ausgezeichnet. So, und jetzt wird zerstört. Dazu müssen wir... Ah ja, einmal hier um aus Rom. Noch was. Leute, ich würde gerne mal wissen, wie viel das Tipp dann kostet. Ist das was bei Steam? Ich guck mal gleich mal, weil ich habe aus Steam, Leute... Okay, Leute, ich habe gerade mal geguckt, es kostet 19, also 20 Euro. Weil Paluten hat ja auch mal gesagt, er guckt immer als erstes in Steam nach und dann bei Epic Games Launcher. Kann mich gerne auch bei Steam adden. Ihr seht ja oben meinen Namen. Und zwar steht man, ist mein Name hier. Oder warte mal, damit man das mal größer machen kann. Das ist mein Anzeigenname bei Steam. Einfach hier OG-Fan. Oh, ich dachte gerade, da ist immer irgendwas verboten ist. Ja. Ja, Leute, essen wir einfach bei Steam. Nur noch mal was machen, bis gleich. So, Leute, weiter geht's. So, klauen? Ist interessant, das Wort klauen und das Wort klauen. Was? Ach, Paletto! Wäre hier was auf der Spur. Was ist hier oben? Ah ja, ein MP3-Player. Gibt es eigentlich noch MP3-Player? Oh, hier ist auch noch was. So, also, aua, ich bin gestolpert. Wir müssen jetzt, ah ja, einfach das Gebäude hier zerstören. Ich guck mal kurz rein. Nicht, dass es hier noch was zu klauen gibt. Nee, okay. Ja, warte, aber ich habe doch hier, also hier, Flint and Steel. Ah ja, das brennt halt nicht. Oh, obwohl, wir könnten gucken, ob wir hier nicht ein bisschen was anzünden. Dann brennt das nämlich von ganz alleine. Eben. Let's go. Oha. Es muss brennen, brennen. Oh, nein. Wieso denn jetzt Feueralarm? Okay, warte, ich muss hier... Ich wollte das eigentlich nicht benutzen. Oh Gott. Okay, Demolition complete. Ich muss flüchten. Ich wollte eigentlich die Items jetzt gar nicht benutzen. Lauf, Paletto. Okay, also scheinbar ist immer Feueralarm. Und rein ins Boot. Okay. Wir haben es geschafft, Leute. Wir sind jetzt im Besitz von 620 US-Dollar. Ich weiß gar nicht, was wir mit der Kohle anfangen können. Aber ich muss sagen, das Game bockt echt krass. Also ich habe ja bis dato dann immer nur diese ganzen anderen Level gespielt. Weißt du, so ein Minecraft-Level. Okay, wunderbar. So, was soll ich jetzt machen? Aber wir müssen wieder dahin. Classic Cars. Get the two Classic Cars for Gordon. Okay, wir müssen zwei dicke, fette Autos klauen. Autos klauen ist gut. Ah ja, die müssen wir einfach nur hier hinfahren. Klingt eigentlich relativ einfach. Wo stehen die Autos? So, eins ist hier drin. Ach so, wir müssen erstmal diese Dokumente von den Autos klauen. Kein Problem. Ich bin da Experte. Kann ich hier? Ach so, nee. Ich dachte, man könnte doppelt klauen, weil die ja manchmal eben diese Items rumliegen, wo man ein bisschen Kohle verdient. Okay, so, dann gehen wir nach oben. Wo könnten die Dokumente sein? Hier vorne? Hallo? Ah, nee, guck mal hier, das ist das, was ich meinte, halt das für $45. Irgendwo hier drin. Ah, Scheiße. Okay. Oh,
das war dumm. Ach komm, ja, okay, alles klar. Ja, die muss ich ja gar nicht. Guck mal, das ist ein optionales Ding. Ja, okay, ich werd hier keine Chance mehr haben. Ich kann schon Restart Mission drücken. Okay, das ist aber optional. Das kann man ganz am Ende machen. Ah, hier sind die. Das sind die beiden Dinger, die ich auf jeden Fall klauen muss. Aber hier müssen wir ja erstmal. Ja, hier müssen wir erstmal reinkommen. Dann vermutlich hier. Ja, hier kann man rüber. Dann würde ich sagen, kann ich doch bestimmt mit dem hier. Okay, hier. Ja, sehr geil. Hier mache ich. Ja. Wie jetzt? Auf einmal geht das Tor auf, oder was? Den brauche ich vielleicht auch nochmal, wenn es um so ein Auto geht. Was ist hier? Hier ist nur. Okay. Das Auto befindet sich. Ah, ja. So. Entschuldigung, ich brauche einmal den hier. Entschuldigung, ich muss hier einmal durch. Danke. Ja, einmal. Entschuldigung. Yo. So. Wo ist denn jetzt das Ding? Ah ja, das ist hier drin. Okay. Was? Nein, da ist ein Alarm dran. Okay, das war kacke. Ich würde sagen, restart mission. Okay, aber wir wissen, dass wir ja. Jetzt... ich habe sogar einen Plan. Ich habe, glaube ich, das könnte gut funktionieren. Und zwar... Die will nämlich nicht den Alarm auslösen. Auf den hier, hier fahren wir aber... Wo ist die Farbe der Eintracht, die heute spielt? Könnten wir mit Leute, hier einiges bewirken. So, ich hoffe, wir passen. Also Leute, wenn ihr das Video seht, hat der Eintracht natürlich schon gewonnen oder verloren. Ja. Weißt, ihr wisst ja, ich bin ein Frankfurt-Fan. Ja. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, welchen Fan seid ihr von welcher Mannschaft? Hier durch. Wartet mal. Ja, das ist heute weiter geht's. Ein bisschen eng hier. Aber das ist scheinbar kein Problem. Ja, einmal Dankeschön. So, und zwar, ich würde halt diesen Container hier sehr gerne. Ja. Mach doch da jetzt den Nupsi da. Geht das nicht? Weil ich hätte halt gedacht, dass ich. Oh nee, das ist jetzt blöd. Nee, das ist jetzt. Ich hab Scheiße gebaut. Ach komm! Okay, alles klar. Hilfe. Kann ich denn das. Guck mal, wir können auch das Schiff fahren. Ja, Ich hab einen Mauch in mein Schiff gerissen. Aber ich hätte mir vorstellen können, dass der eigentlich dann so einklackt. Hat er aber nicht gemacht. Wir müssen das wieder zeiteffektiv, weil ich glaube, den Alarm werden wir so oder so triggern. Dementsprechend. So. Leute, das wieder geht noch. Das Auto Alter. Kommen wir nicht schnell genug weg, glaube ich. Oh, was ist da? Das ist irgendein Geheimnis, oder was? So. Aussteigen. Einmal ins Boot. So. Abgeladen muss das hier. Da würde ich zur Brücke oder so fahren. Also man kann hier nicht ganz so gut navigieren. Aber warte mal, hier ist aber noch Platz für das andere Ding. Da gucke ich mal kurz. Entschuldigung. Nein. Ach Mann. Junge, das Boot fährt sich aber auch richtig komisch. So, weil wir hätten ja noch Platz für das zweite Auto. Wir müssen halt nur gucken, dass wir das vielleicht irgendwie hier drauf geschleppt kriegen. So, warte mal. Hier waren wir ja noch nicht. Ich bremse mal kurz. Ja, ausgezeichnet. So, das zweite Ding ist auch hier irgendwie drin. Ah ja, hier komme ich rein. Ja, okay, der Wagen ist auch alarmgesichert. Na, wir müssen aber das Tor hier irgendwie aufmachen. Und irgendwas liegt hier noch. Spare Parts in some warehouse. Ah ja, die sind aber auch wieder alarmgesichert. Man müsste vielleicht irgendwie sozusagen... Da steht was mit E. ...machen. So, okay, mit dem Auto kommen wir da zumindest durch. Naja, wir müssen das Auto da auch hinfahren. Zack, Alter. Junge, das ist so geil, Mann. Hä? Mein Fahrerhaus ist irgendwie weg. Aber egal. So, hier müssen wir durch. Und genau, hier müssen wir das andere Auto abliefern. Okay, damit hätten wir das erste schon mal ausgezeichnet hier hingepackt. Wir steigen ein, triggern den Alarm und fahren hier rückwärts rein, um dann da ins Auto zu kommen. Das müssen wir jetzt nur gucken, dass wir mit dem Boot halt hier irgendwo anlegen. Da muss ich jetzt tatsächlich nochmal zurück. Ist alles gar nicht so einfach. So, wir gehen mal hier wieder an Bord. Wir müssen nach vorne bei der Brücke auch irgendwie rückwärts einparken, damit wir dann das Auto da perfekt parken, ohne die Brücke komplett zu zerstören. Ja, Leute, ihr habt gerade gesehen, die Einblendung von der Credit Code. Der Steg muss mal... Könnt ihr gerne eingeben, wenn ihr wollt. Kurz weg. Ja, doch, das klappt. Na, doch, mit dem Auto. Ich glaube, das würde klappen. So, warte mal. Wir speichern jetzt einmal, weil dann würde ich ganz gerne zumindest hier hinten das Ding klauen. Das ist ja so ein Zusatzding, weil da kriegen wir bestimmt noch mehr Geld. Ich werde mir hier aber direkt, ich glaube, hier war das drin. Nee, dass wir hier einmal den Weg freischlagen. Oh, guck mal hier, Alter, hier waren, als ob, antiker Piratendagger. So, genau. Ah, nee, hier wollen wir, wo wollen wir denn raus?
Wir müssen in... Ah ja, in diese Richtung. Ja, und hier dann aus dem Fenster springen, um dann ganz schnell hier rüber zu laufen. Man könnte vielleicht auch das Auto, aber das macht zu viel Chaos. Okay, ich speichere, quick save und go, 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 hier durch. Perfekt. Laufen, 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 laufen. Die Zeit hängt einem echt im Nacken. Vor allen Dingen, wenn man jetzt gleich beide Autos, hopp, rüber in das Auto. Jawohl, Junge, rein damit. Zack, Auto 1 und... Auto 2. 30 Sekunden? Hätte man das vielleicht doch noch geschafft? Wenn man da ein Boot platziert? Wartet. Entschuldigt bitte. Ich habe aber einen Plan, womit wir das vielleicht alles schaffen würden. Und zwar das Boot hier. Weil wir hatten jetzt echt noch viel Zeit. Der Plan hat richtig gut funktioniert. So, ich muss das nur so gerade. So, perfekt. Aussteigen. Dann machen wir hier Quick Save. Gehen nach hier oben. Hier können wir sogar noch... So kriegen wir das sogar noch ein bisschen schneller hin. Oh, let's go, Leute. So, und bam. Getriggert. Der Sprung. Das ist eigentlich ganz nice. Und da vorne kommen wir hier wieder so ganz easy drauf. So, ich spring schon mal runter. Ah, das war jetzt nicht gut. Ich dachte, der geht weiter. Ah, Mist, 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 Mist. Okay, das hätte ich besser machen können. Ah, und das hätte ich schon mal vorbereiten können. Okay, uns ist jetzt viel Zeit flöten gegangen. Das wird knapp. Aber egal, wir wissen, was wir noch besser machen können. Rein. Komm, 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 komm. Umdrehen, umdrehen, umdrehen. Es sind doch wieder nur 5 Sekunden. Direkt rückwärts. Hat's geklappt? Alter, das war... Okay. Wieder nur 5 Sekunden. Bin nochmal am Kumpel. Rückwärts. Nein! Alter, das war... Schade. Okay, 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 okay. Der eine Fehler, der hat Zeit gekostet. Ich will jetzt... Klar, man könnte da hinten das jetzt nochmal ein bisschen besser machen. Aber ich glaube, wenn ich den einen Fehler eben gerade nicht gemacht hätte, mit dem Stehenbleiben... Ja. Und los. Dann wäre das alles gut gewesen. Hier der lange Sprung rein. Diesmal werde ich einfach komplett draufballern. Genau, ja, yeah, von hier oben jetzt sehen wir auch den Abstand. Jetzt raus. War, glaube ich, ein Ticken schneller. Das ging auch ein bisschen besser. Hier direkt hoch. Wartet mal. Das ist gut, aber egal. Weiter geht's. Trotzdem alles noch reichen. Ich denke, wir sind besser dran. Versuchen wir den Weg, um ein bisschen Zeit zu sparen. Ja, das war ganz geil. Hier der Jump. Ich teste mir was. Rein, direkt drehen. Oh, okay. Gott. Oh Gott, das wird wieder so knapp. Aber diesmal schaffen wir es. Diesmal schaffen wir es. Ja. Yeah, let's go! Junge, wir haben alles geschafft. Alles. Aber nur gut, Leute. Ich würde sagen... Nur gut, Leute, das war's auch mit diesem Video. Lasst gerne das der, was ich am Anfang vom Video gesagt habe. Und damit würde ich sagen, wünsche ich euch allen noch einen traumhaften Tag. Wie gesagt, wenn heute ein Livestream kommt, dann... Ja, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das wird das einzigste Video sein. Oder vielleicht dann noch ein paar Minuten in der Bravo. Ja, Leute, ihr wisst, schaut gerne bei Paletto vorbei. Und damit will ich sagen, das war's. Danke für euren Support. Und jetzt kommt die Abmoderation. Tschüss.